Ich weiß nicht, was du am letzten Wochenende gemacht hast, aber ich war auf den Hildesheimer Steinwelten. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Bloxhorn, Freunde. Ja, ich war am 5. bis 6. März in meiner alten Heimat Niedersachsen im wunderschönen Hildesheim auf der Hildesheimer Steinwelten von 2022. Ich sage ganz oft Steinewelten, weil es das ja auch ist. Es sind dort viele tolle Steinewelten zu sehen, aber es heißt Steinwelten. Ich war dort eingeladen quasi als YouTuber, um ein bisschen, habt ihr ja im Vorfeld gesehen, ein bisschen Werbung für die Veranstaltung zu machen und halt auch auf der Veranstaltung so ein, zwei Slots auf der Bühne mit Interviewpartnern zu nehmen und dort Interviews zu stellen. Ich habe das Glück gehabt, zweimal den lieben Marcel, den Mitbegründer der Hildesheimer Steinwelten, zu interviewen. Es fußt aber auf mehreren Stützen, nämlich auch auf der Loop Connected bzw. den Steinchenbrüdern Tim und Sebastian, die ich hiermit lieb grüßen möchte. Ich möchte mich bei allen Besuchern bedanken. Es war so toll, es hat richtig Spaß gemacht. Leider kam ich dazu gar nicht richtig zum Filmen. Ich habe viel gequatscht, mich viel ausgetauscht und bin auch ganz oft mit offenem Mund durch die verschiedenen Exponate gelaufen. Ich war auch ganz besonders glücklich, dass meine Mutter den Weg aus Südniedersachsen nach Hildesheim gefunden hat, um dort endlich mal zu verstehen, was ich hier mache, beziehungsweise warum ich so für diese Klemmbausteinchen schwärme. Aber Mama, da bist du auch nicht ganz unschuldig dran. Ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, vor lauter Quatschen habe ich selber keine Videos gemacht, habe aber von der lieben Shinuna, ihr findet ihre Kontaktdaten, ihren Twitch-Channel unten in der Videobeschreibung und auch gerade hier eingeblendet. Die hat mir über 600 Bilder zur Verfügung gestellt, die ihr hier am Anschluss an meinen Laber-Part als schnell geschnittene Slideshow euch anschauen könnt. Ich habe es etwas enger gerafft, damit ihr halt ein bisschen einen Eindruck bekommt, wobei das eh nicht klappt. Denn selbst mit Videorundgang oder mit Drohnenflug oder wie auch immer oder eben gerade mit diesen 650 doch sehr tollen Bildern kann man gar nicht einfangen, was so eine Ausstellung, was so eine Messe bietet. Man muss sich das einfach mal in echt angucken. Deswegen meine Bitte an euch, wenn es Corona natürlich zulässt, wenn es so ein tolles Corona-Konzept gibt, wie jetzt auf der Hildesheimer Steinwelten, dann schaut, ob es bei euch eine Lego- oder Klemmbaustein-Messe oder Ausstellung gibt und besucht sie. Denn es ist hier bei uns bei YouTube schon cool, was man dort sehen kann, aber es gibt so viele Technikgötter, was das Bauen angeht, da draußen und Göttinnen natürlich. Ihr wisst, was ich meine. Das kann man alles gar nicht so fassen und es werden immer wieder tolle Exponate und vor allen Dingen auch für euch Bauer da draußen. Man kann immer eine ganze Menge mitnehmen und quatscht die Leute auch an. Ist auch so eine Geschichte, die ich echt finde. Die sind alle wissbegierig und freuen sich auf Austausch. Also deswegen, es gibt 650 tolle Bilder jetzt hier gleich, aber das kann gar nicht das einfangen, was es in echt bietet. Mir hat das so viel gegeben und unabhängig, ob es jetzt ein normaler Aussteller war, ob es ein Händler war, es waren auch viele Händler da, ob es ein Podcaster war oder auch andere YouTube-Kolleginnen und Kollegen, es hat einfach nur Spaß gemacht, mit jedem Einzelnen da zu reden. Deswegen werde ich hier auch keine Namen nennen, aber ihr wisst, wen ich meine, fühlt euch alle gedrückt. Ich habe euch trotz dieser vielen Bilder, die es gleich gibt, unten noch die drei Videos vom Austrian Brick Fan, mein lieben Holger, vom Henrich von der Klemmbausteinfabrik und auch den Ben Bricks, das Video unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie natürlich den Twitch-Kanal von der lieben Shinuna. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für die tollen Bilder, die jetzt gleich folgen werden. Ich werde mich dann auch irgendwie erkenntlich zeigen. Und Info an euch, wenn euch da gleich ein Bild gefällt, macht Pause, guckt es euch an und dann schaut da einfach das Video weiter. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bleibt gesund und wir sehen uns auf der nächsten Ausstellung. Ich sage jetzt schon mal auf Wiederbauen, euer Freund der Blogstar.